Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Ja, eigentlich mache ich immer so, was bisher geschah, aber ich habe gerade gar keine Ahnung, was wir letzte Woche erlebt haben. Ich habe nur noch eben gerade die Endszene gesehen, dass wir uns ins Bett gelegt haben. Und wir haben Essen besorgt. Das ist letzte Folge passiert. Falls ihr gerne wissen wollt, was denn noch alles passiert ist in den vorherigen Staffeln, weil das hier ist Staffel 4, also die letzte Staffel, alles natürlich Blind Let's Play. Falls ihr aber wissen wollt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir bis hierhin gekommen sind, dann schaut gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Da sind alle Staffeln von 1 bis 3, also bis 4 jetzt, aber ne? Könnt ihr gerne danach gucken, wenn es euch gefällt, natürlich ein Abo dalassen, einen Kommentar hinterlassen und ein Like hinterlassen. Aber jetzt will ich nicht lange reden mehr, sondern wir machen weiter. Ein Streit. Oder eine laute Diskussion. Ich glaube, war ein Streit. Clementine kann ihre neugierige Nase nicht rauslassen, anscheinend. Ich ahne Böses. What the hell? There's voices in the pipes. I think someone's in trouble. Is it us? No, 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 not right now. But we should help them. If it's a monster, we should kill it. I don't think it is. You got your gun. Bang. I'll be right back. Stay safe. Clementine guckt mal nach. Oder wir gucken mal nach, vielmehr. Bin mal gespannt, wer das ist und warum. Am Ende hat sich das ein bisschen angehört, so wie so ein Lachen, so eine Art. Deswegen ist das ein bisschen. Wer das ist. Der Anführer und seine Schwester, oder? This lock's from both sides. Can't pick it. I have to find another way to the basement. A cellar door out in the yard. Wir müssen in den Garten, da gibt es wohl was und dann können wir dadurch in den Keller. Ich bin ja mal gespannt, also ich glaube es ist diese eine, wie heißt sie denn? Die ich schon die ganze Zeit so ein bisschen verrückt spielt, weil wir hatten ja einen Typen getroffen, der so ein bisschen, ja ich sag mal netter aussah, nicht? Und, Alter, ist das laut auf einmal. Ganz kurz mal. Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es gerade mega, mega laut gewesen. Auf den Ohren. So. According to the map, there should be another entrance to the basement around here. Finde die Kellertür. Obwohl, ne, die ist ja sehr, sehr abgeriegelt. Wollte ja gar nicht nachgucken eigentlich. Da auch nicht, macht keinen Sinn, da geht es ja nach außen. Wir sind von dort gekommen. Das heißt, irgendwo da drüben. Müsste es ja eigentlich sein.
Also entweder hier. Ich habe jetzt auch den Lageplan gerade nicht so vor Augen. Oder hier. Oh Gott. Nee, anscheinend nicht. Aber hier muss es doch irgendwo sein. Es war doch hier auf der Seite. Abgeriegelt. Hier ist auch nichts. Vielleicht von der anderen Seite. Wahrscheinlich, also Kellertüren sind ja generell so ein bisschen... Oh, sie liegt da und schläft. Falsche Seite. Ja, wusste ich doch. Hä? Ich habe doch hier schon geguckt. Hier ist doch nichts. Also hier geht's wieder rein. Da liegt Rosie. Die schläft. Die will ich jetzt mal nicht wecken. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nee, auch nicht. Da geht's nicht rein. Hä? Ist hier noch irgendwie was oder was? Hier ist auch nichts. Da. So. Auch abgeschlossen. Wir sind ein Team, okay. Ja, wie denn? Womit denn? Ach, hier. Ein Stein. Hm. Macht nur ein bisschen Geräusche, aber anscheinend. Gucken wir mal. Es ist zu laut, aber... Alter. Ja, mach noch ein paar Mal mehr Geräusche, damit sie dich gleich hören. Also, es geht um Ranschleichen und nicht um, ey, hier bin ich. Also mittlerweile glaube ich tatsächlich, es ist dieser Typ, den wir getroffen haben. Und Brody. Oder? Doch nicht. Doch. Oh, nee, es ist doch der Anführer. What are you doing down here, in the dark? Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut-eye. You had a busy day. I was asleep. You guys woke me up. So sorry about that. I didn't think anyone would hear us. You want to tell me what's going on? It's really none of your business. Go back to the dorm. Was ist mit dem los? Irgendwas ist doch da. Your man met at the station. We got history. Brody! Don't listen to her, Clem. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just gotta tune it out. Don't be afraid, Brody. Say what you have to say. What history? Marlin let him take the twins. Him and his people. Brody! Dead sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up! Sei doch mal ruhig. Because Marlin was so ashamed of what. Und jetzt reicht's. What'd you say? Alter. Du dummes Stück Scheiße. Ja, toll. God damn it, help!
told you not to say it! How? What can I do? Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Just stay still. I can't see. Clement, toll gemacht. Remember? We talked about going to the beach. Swimming, driving along the coast. Sun. Clem, you're in danger. You and AJ both. What danger? Marlon will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, he gets angry. Don't worry about that now. Just try not to move. You're a good person, Clem. I would have liked to get to know you better. If those raiders come back, Marlon said he'd let him take you. Take us? To make him go away. Like he did. Alter. Like he did with 10 sisters. Das ist echt brutal. Brody. Das war's. Fuck. No. Oh no. Oh no. What the hell am I gonna do? She's gonna turn. Marlon! Toll. Marlon, you son of a bitch! Don't do this! I'm sorry. I can't let you talk to the others. Alter, was ist los mit diesem Typen? Marlon! Anyone! AJ! There's a gap. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. Ja, aber da unten ist jetzt auch noch eine. In this dark. Eine Brody. That'll help. Alter, ich hab da echt jetzt keine Lust drauf. Für irgendeinen Jumpscare habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wait, maybe. On both sides. Must have the key. Damn it! Gleich steht sie hinter uns, wetten. Is that a... Yes, this will work. Alter, warum jetzt? Ich will eigentlich nur eine schnelle Aufnahme machen. Warum muss sie auch so dabei auch noch so gruselig lachen? Gefühlt. Ich wusste es. Ah, okay, es ist kein richtiger Jumpscare. Das sind die Vorteile bei The Walking Dead Zombies. Die sind nicht so clever wie bei The Last of Us zum Beispiel. Ey, nimm doch. Oh Gott, jetzt aber. Oh, Alter. Boah, damn, son. Alter, jetzt hat's mich erschreckt, ey. Scheiße. Oh Gott. Es wird echt Zeit, dass ich mir eine Kamera hole, damit ihr wenigstens ein bisschen was zu lachen habt. Ja, wie? Hä? Ja, da steht doch gar nichts. Ja, was soll ich denn drücken? Da steht doch gar nichts. Hä?
Was soll ich denn da drücken? Ich probiere jetzt alles aus, also es ist mir ein Scheißegal. Ach, L2, also komm. Jetzt R2. Ach, falls... Weil's R2 ist, weil's dunkel ist, muss man es erst herausfinden. Boah, Gottes Willen, Alter. Ey, warum ist denn das so eine... Auf einmal ist es doch so eine... Alter. Ich weiß nicht, ob ich das zeige. Krass. Zum Ende ist es doch noch ganz schön krass geworden in der ersten Episode, quasi. Vor allen Dingen auch jedes Mal, wenn dieser Blitz kommt, dass die dann auftaucht, ne? Jetzt kannst du, also wenn das in einem anderen Setting wäre, nicht bei The Walking Dead, sondern du hättest eine viel agilere Steuerung, hättest du... Ganz kurz, man hätte bei einer viel agileren Steuerung, könnte man das auch so machen wie bei Dead by Daylight zum Beispiel, dass man sich halt davor verstecken muss und man kann den Killer spielen oder bla bla bla. Also das ist viel gruseliger dann, wenn man eine agilere Steuerung auch hat, dann... hat man ein bisschen mehr Chancen, aber so ist es halt auch, boah, ja. Hier. Sie ist in der Basement. Sie hat Brody gemordet. Was? Hallo? Ist das Blut auf deinem Gesicht? Ja. Warum Brody? Hast du es gesehen? Ist sie ein Walker jetzt? Hey, Marlin! You might want to get your story straight. Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood. Yeah. Jesus Christ, Clem, what did you do? We saved their lives when anyone else would have kept walking. We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Well, fuck them. Fuck, Marlin. Jesus Christ. You shoot me? And what do you offer up to your raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? He won't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlin was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Oh my god. Shut the fuck up, Clementine! Let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlin killed her! Come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Shame, I don't believe in those. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me, your friend? Hello. She can't help us get food. What good is food if a group of outsiders just gonna come along and take it? You have to believe me. You don't! You met her like 2 days ago! I don't know you, Clem. Alter, ist das dein Ernst? I'm sorry.
isn't like you. I know you're not weak! Don't let her get in your head! Hey, what did Minnie want you to do? She was my friend too. So was Brody. Clem, I... Shit. It will all feel safer once I pull this trigger. I know you know bullshit. You can smell it a mile away. And you're telling me you buy his story? Violet being difficult. Why am I not surprised? Put down the gun, now. We're gonna do this the right way. Stand down, Marlon. Be reasonable. Alter. You don't get it. You don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! All of you! Every fucking one of you! How is pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead. Sophie and Minerva are gone. Suck at protection! Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school! They came back, I do sorry, it dass jetzt grad so still bin. Excuse me? I didn't realize you were so fucking expendable. They told me they died! I had to save the rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlon. They trusted you. A real leader would have sacrificed himself. I wanted to get them states, some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was too afraid. You killed Brody because she knew. Gänsehaut. Gänsehaut am ganzen Körper. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie. Minerva. We can still fix this, Marlon. It's going to be okay. We can make this right. We'll help you. We're all family here. The ja. Only one any of us has left. Man muss doch jetzt nicht wirklich so einen Krieg da machen. Oh nein. Ich ahne, was jetzt kommt. Wenn das so ein Schwenk... Okay, doch nicht. Ich dachte, er schießt jetzt auf seinen besten Freund, Alter. Oh, shit. Ich dachte... I know I betrayed you. All of you. Just let me leave. You'll never have to see me again. Hm. Das ist... A bad memory. Just give me that. Please. Fine. What? AJ, warum? Warum? Er war doch ganz wehrlos. What? Er war doch ganz... Er war ganz wehrlos. Warum erschießt du den? Alter, AJ. Genau aus so welchen Gründen haben die uns alle nicht vertraut, weil alle haben immer gesagt, ja, man gibt Kindern keine Waffe. Ist ja auch richtig so. Und da hat man es eben schon wieder gesehen, warum. Alter, AJ, das macht man nicht. Der war völlig wehrlos. So, das ist also der neue Abspann hier. Ist ganz cool gemacht, aber ich... Also... AJ. Okay.
Damit verabschiede ich mich und ich sage hiermit, vertraut niemanden anscheinend, und wir hören uns nächste Woche. Ciao.